Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS 22 Nordfriesischer Marsch vierfach am Dönerstag. Oder auch den Dönerstag, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Meine Damen und Herren, wir haben eine Mission angenommen. Na, wie hätte es auch sein können. Das ist das Feld, was noch okay ist. Und zwar, wir werden... Schwaderblage ist alles aktiviert. Du kannst fahren, mein Freund. Los, auf geht's. Wohin fährst du? Okay, ist egal. Wir müssen... Genau. Lieber Chat, was wollen wir auf unser Feld 7, glaube ich, ist das machen? Da steht es schon ein bisschen länger brach. Was machen wir da drauf? Ich weiß es nicht, was wir da drauf machen wollten. Ich habe es wirklich verabsäumt. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es wirklich verabsäumt, da irgendwie... Zuckerrüben, seid ihr wahnsinnig. Ah, müssen wir eigentlich, ne? Ja, müssen wir mit dem Ruder halt ein bisschen rumfahren, ne? Ne, Pappeln machen wir nicht mehr. Pappeln werden wir jetzt mal nicht mehr machen. Aber ihr habt recht, wenn ich schon kein Zuckerrübenfeld kaufe, dann muss ich zumindest eins ansehen. Wir haben ja Gott sei Dank ein bisschen Überschuss vom, Vom Dreschen, ne? Von dem her können wir das... Das hätte ich machen. Wir machen Vorgewende scharf. Ist zwar schwierig mit den Gräben, ne? Nur, dass ihr es mal gehört habt. Aber das machen wir. Aktivieren, weil ist unser Feld. Da wollen wir natürlich auch die besten Werte haben, die wir bekommen können. Ne? Logisch. So, wie sieht denn das aus? Zeig mal, was du vorhast. Ach, du willst da vorne anfangen. Naja, bitte. Naja, bitte. Der halbe Tag ist nämlich schon wieder rum. 12 vor 12 haben wir auf der Uhr, auf dem Tacho. Nö, steht nichts vom Pflügen. Ist erstmal nichts drin. Zugrüben haben wir aktiviert. Dann machen wir das wieder aus. Und los. 42 Minuten. Das klingt doch noch ein Plan. Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht. So ist es nämlich. Aber was ich jetzt trotzdem mal gucken will, ob wir eine Zuckerrüben-Mission auf die Beine stellen können. Das wäre nochmal schön, ne? Roggen, Pastinaken, Tritikale, Weißkohl, Sorghumhirse, Kichererbsen, Weißkohl und Sojabohnen. Leider nein. Okay, wäre schön gewesen. Aber wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Zuckerrohr. Ich mache kein Zuckerrohr. So, wir müssen uns aber gleich nochmal ums Gewächshaus kümmern, damit das auch irgendwie Früchte trägt, was wir da machen, ne? Du hast Düngung an? Das ist richtig. Das ist unser Feld. Ich möchte da Düngung drauf haben. Weil durch Procession Farming das sowieso automatisch gemacht wird. So viel wie gebraucht wird, weißt du? So, da haben wir den Düngerstreuer frei. Haben wir denn irgendein Feld von unseren Feldern, was wir düngen müssen? Die nicht bestellt werden. Das ist jetzt aber wichtig. Warte mal, wo waren... Muss gepflegt werden, muss gewalt... Unkraut... Ach so, das haben wir... nee, du... Sehe ich jetzt so nicht. Ich bin aber der Meinung, die 10 haben wir... Stickstoff 35. Das ist zu wenig. Wo war denn das? Hier. Warte mal. Was haben wir denn hier für eine Werte? 0! Oh nee, du. Ich muss jetzt mal hier... Okay, also wir müssen die 9 auf alle Fälle düngen. Ich hatte hier eine Bahn übersprungen. Der Sack. Der hat eine Bahn übersprungen. Sieht fast so aus, ne? Der hat hier eine Bahn übersprungen. Der hat keinen Dünger mehr. 14 Liter. 14. Der hat die erste Bahn übersprungen. Wobei das eigentlich keinen Sinn macht. Warum ist das so? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie hier gefahren ist. Mal eine wichtige Frage. Wie heißt der Mod, mit dem Tiere von 1 in der Schall 2 teleportieren kannst? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie der Mod heißt. Irgendwas mit Transfer. Animal Transfer. Irgendwas mit Animal Transfer.
Ist auf alle Fälle aber im Mod-Hub zu finden, mein Freund. Vielleicht haben wir aber auch einen fleißigen Fuchs, der das gleich reinschreibt oder reinpostet sogar. Betriebskosten, das sind sie direkt, ja? Stimmt, die muss ja noch angesät werden, da brauche ich gar nicht düngen, ihr habt recht. Dankeschön, Micha. Da hast du den Mod. Och, ihr zwei wieder. Oh, nee, du. Aber ich werde mich jetzt auf dieses, auf das Ding konzentrieren. Ey! Ah ja, Mineraldünger passt. Benehmt euch. Ich sag's euch. Ich verkaufe euch beide. Hallo? Wollen wir nicht wie, ne? Jetzt muss ich aber nochmal Franz fragen. Stickstoff ist Kalk oder Dünger? Der ist im guten Bereich. Stickstoff ist Dünger. Das heißt, wir haben hier tatsächlich null. Ja, muss auch so sein, logisch. Das heißt, wir müssen auf alle Fälle die neuen düngen. Komm, wir gehen die neuen düngen. Da sind wir auf alle Fälle. Ja, wie jetzt? Die Hälfte? Achso. Ich glaube, ich muss mir das mal irgendwo hinschreiben. Ich vergesse das immer. Das heißt, pH ist Kalk. Und Stickstoff ist Dünger. So, ist mal notiert. Genau, der Ralf ist neu im Moderatoren-Team. Seit jetzt auch schon ein paar Wochen, glaube ich. Muss ich aber sagen, der macht bis jetzt einen richtig guten Job. Also, doch. Hat mir tatsächlich gestern, wir haben ja gestern gestreamt, das Glow-Projekt, hat mir gestern nach dem Stream eine Zusammenfassung geschickt von den Sachen, die noch gemacht werden müssen. Not bad. Not bad. Hoffi, grüß dich, ein wunderschön. So, warte mal, ich muss hier mal ganz kurz ein Fenster zumachen. Also nur ein Windows-Fenster. Nee, das da hinten drin, das reicht dicke. Also das reicht wirklich lange tatsächlich. Warum muss das hier die ganze Zeit entladen werden? Wo ist denn der Abfahrer dafür? Hallo? Abfahrer? Wo sind sie denn? Das war doch der JCB. Da ist er doch. 3% hast du noch drin. Wo bist du hingefahren, Alter? Ja, hier haben wir leider jetzt ein klitzekleines Problemchen. Alexander, grüß dich. Wir werden die Gülle jetzt wahrscheinlich in die BGA werfen müssen, weil ich brauche das Fass. Wir müssen Wasser liefern. Ja. Wir können da jetzt noch ein bisschen abladen, aber ich, da glaube ich, geht nicht mehr so viel rein. Der Man ist umgebaut. Das ist der MN Agro Truck. Findest du, glaube ich, im Mod-Hub. Glaube ich. Ich glaube, von den Freunden der Modding-Welt war das vielleicht. Boah, ist aber schon das so lange her, ne? BGA, Süd? Gülle. Los geht's. Genau, hier. Feld Nummer 9, 11, 12, 13, 8. 8. Und dann haben wir hier 8. Dreschen untere Seite. Da, das war er. Wir haben noch einen Kurs drin, fällt mir gerade auf, was ich nicht gut finde. Wir machen jetzt aber den hier rein. Laden. Yes, sir. Der fängt nämlich hier an. Dankeschön für den Link des Agrotrucks. Sven, grüß dich. Wünsche dir einen schönen Abend. Dankeschön. Wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank. So, los geht die wilde Fahrt.
Dann wird der hier mal, das wird hier geräumt hier. Der kann schon mal nach oben fahren. Schönen Abend, wie war's gestern? Hab leider verpasst. Wann kommen die Folgen? Ja, weiß, es war richtig cool. Folgen kommen am Mittwoch, Donnerstag. Nee. Mittwoch, Freitag? Mittwoch, Donnerstag? Samstag, Sonntag. 4 Folgen die Woche. Wann genau? Also Mittwoch kommt auf alle Fälle ein. So ist geplant. Ich muss sie noch schneiden. Dann habe ich es dann auch nicht mehr geschafft. Aber gut. Irgendwie wird es gehen. So einen Schneidwerkswagen. So theoretisch, ne? Wo könnten wir den hinstellen, wenn er da war? Ich weiß, das sind jetzt so, das sind die wichtigen Fragen des Lebens, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ohne Schneidwerkswagen hierher gefahren sind. Beim Tischler. Natürlich, weil ich natürlich da drüben angefangen habe. Deine Videos sind wirklich super. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Du kannst schon mal nach oben fahren, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauern wird oben, aber mir ist lieber, wenn schon mal was oben steht. Weil ob es hier steht oder oben steht. Egal. Deutz! Der ist auch laut, ne? Ja, ja. Ah ja, die Symbole wurden geändert. Jetzt sehe ich es auch. Achso, warte mal, was ich jetzt nicht weiß. Der Aufsatz für das Vermehrungsgras ist dasselbe wie Weizen. Richtig oder richtig? Ja, okay. Ja, der Deutsch ist laut, ne? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das Problem ist, der ist auch innen nicht leiser, ne? Ja, Micha, wir müssten den mal leiser machen, bitte, bei Gelegenheit. Ich habe schon mal verneint, ja, aber das muss leiser, das Ding krölt mir die Ohren weg, ey. Vor allem, er ist in der Relation zu den anderen halt einfach wirklich viel lauter, ne? Boah, bitte fahr weg. So, den müsste man jetzt theoretisch nochmal auftanken, sage ich ganz ehrlich, aber ich schicke einfach den Sprinter nach oben dann, wenn es soweit ist. Ist, glaube ich, die bessere. Weil bis ich jetzt wieder im Hof bin und so weiter, wir müssen uns ums Gewächshaus kümmern. Das bleibt nicht aus. So, weil dann ist das Feld hier schon mal geräumt. Ist der jetzt immer noch auf dem gleichen Fleck? Sag, wo ist denn dieser JCB hingefahren, sag mal? Da geht ja nichts voran. Wo bist du denn? Der fährt ja um die ganze Map und zwar nicht einmal. Wo fährst du denn hin? Den habe ich nicht verstanden, ne? Ist irgendwas falsch? Nee, ist nicht falsch. Das passt genau. Verstehe ich nicht. Vielleicht, nee, ich habe nur einen Abfahrer drin. Aber der fährt die ganze Zeit schon mit diesen 4%. Deswegen verstehe ich nicht, wo er hin will.
Wir schauen uns das an. Meine Damen und Herren, für heute sind wir schon wieder fertig. Ich danke herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Morgen sehen wir uns wieder, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.